So, Freunde, ich werde mal wieder in die Bude gehen. Das wird jetzt kein längeres Video. Ich nehme jetzt auch die ganzen Sachen nur mit dem Handy auf. Weil ich will einfach mal wieder ein neues Video rausbringen, wo ich an der Wuhle angeln bin, wo es wirklich ums Fische fangen geht. Ja, ich werde das mit meinem alten Schnittprogramm schneiden, da ich noch keinen neuen Laptop habe und damit auch kein neues Schnittprogramm. Ich hoffe, euch gefällt das Video trotzdem. Ihr könnt über die mittelmäßige Qualität hinwegsehen. Und wir sehen uns, wenn ich einen Fisch fange. Ja, wie ihr seht, bin ich wieder mit Pilotkugel und Wasserkugel unterwegs und werde mal schauen, was sich jetzt so fangen lässt. Ja, also ich bin jetzt hier an einer meiner Lieblingsspots. Bis jetzt lief noch nichts. Ich glaube, ich werde auch gleich den Spot wechseln. Köder ist wie so oft mein Teig. Und ich melde mich, wenn ich einen Fisch fange. Ich werde vermutlich, ich hoffe, man sieht es da hinten dann so hingehen. Bis jetzt lief jetzt an dem nächsten Spot ja auch nichts. Also gab zwar ein paar Zupfer und einmal hat der Fisch richtig abgezogen. Da habe ich den Anschlag aber leider nicht durchbekommen. Und ja, ich werde es hier noch ein bisschen weiter probieren. Oh, warte, da mal den Fisch. Schön. Schönes Rotauge. Also entschneidert bin ich schon mal. Ich werde jetzt aber noch an den nächsten Spot gehen und schauen, ob ich da noch ein paar mehr Fische fangen kann. So, beim nächsten Wurf doch nochmal einen gefangen. Aber jetzt werde ich den Spot wechseln. Da hat es auch. So, da hat es jetzt auch hier geklappt. Ist zwar nur ein kleines Rotauge, aber es freut mich trotzdem wirklich sehr. Sehr knapp gehakt, aber ich finde, das macht ja nichts. Ja, Freunde, was ich jetzt hier gerade auf der Kamera habe, ist eine Pilotkugel von mir, die, als ich das letzte Mal angeln war und nicht gefilmt habe, da drüben im Baum gelandet ist. Sie hängt aber noch, aber schon traurig. Muss ich bald mal nachkaufen, aber ich werde jetzt erstmal weiter angeln und schauen, dass ich hier den nächsten Fisch ans Band kriege. Ja, Freunde, da haben wir jetzt mal hier ein schönes, dickes Rotauge. Ich lege das mal hier aufs Gras. Wunderschöner Fisch. Der kommt jetzt zurück und dann geht's weiter. Am letzten Spot der Wuhle-Tour ist wie üblich das Wehr. Ja, dann schaue ich mal, ob ich jetzt hier noch was rausholen kann. Und beim nächsten Fisch melde ich mich bei euch. Falls nicht, dann halt nicht. Das ist Angeln. So, da haben wir den ersten Fisch des neuen Spots. Eine kleine Rotfeder müsste das sein. Bis jetzt lief sonst nichts, aber das wird schon. So, da haben wir den nächsten schönen Fisch. Eine schöne Rotfeder. Wirklich makellos, die Fische hier. Ja, ich hoffe, dass es so weitergeht. Wenn jetzt nichts weiter gebissen hat, werde ich mal den Spot wechseln. Oder wie gesagt, ich gehe wieder zurück zum Auto, aber klapper auf dem Weg dann noch die anderen Spots wieder ab. Mal sehen, vielleicht fange ich ja noch was.
zum Abschluss haben wir hier nochmal ein schönes Rotauge. Herrliche Farbe und ein makelloser Fisch. Ich werde mich jetzt auf dem Auto machen, werde gleich noch was sagen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Freunde, ich bin jetzt auch auf dem Rückweg. Ihr seht, die Sonne ist noch mal rausgekommen. Echt schön, blauer Himmel. War ein toller Angeltag, war ein bisschen kalt, aber macht ja nichts. Ich wollte noch sagen, wenn ihr irgendwelche Kritiken habt an den Videos oder so, insgesamt schreibt die gerne in die Kommentare. Würde mich sehr freuen, weil ich möchte ja die Videos auch so verbessern, dass sie euch allen gefallen. Und da wäre schön, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Ja. Wenn ihr das in die Kommentare schreibt, statt einfach nur einen Daumen nach unten da zu lassen, sondern mir auch sagt, warum, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, es war ein toller Tag. Absolut toll, viele Fische gefangen. Ein paar habe ich natürlich auch nicht unbedingt aufgenommen, aber waren schon ein paar ordentliche. Ich mache mich hier gleich auf dem Weg nach Hause und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert mich gerne, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal, der Angler.